Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Agando Whatever You Want mit ihrem Wochenangebot Agando Agua 4626R5 Playa RTX Gaming Technologie für 1149,90 €. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr 35% Rabatt auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Kommen wir erstmal zu dem Bild. Ja, das Bild, da braucht ihr echt nicht viel drauf geben. Das ist fake. Hier ist vorne sogar das Corsair-Logo wegretuschiert worden. Das sieht man hier, wo so schwarz rausretuschiert. Die haben sich echt keine Mühe gegeben. Das Palit-Logo wurde auch irgendwie da draufgeklebt, auch reingefotoshoppt, klar. Der Lüfter hier hinten ist nicht bunt beleuchtet, die Wasserkühlung sowieso nicht mit dabei. Also gebt auf dieses Bild bitte nichts. Das ist absoluter Fake. Bis auf das Gehäuse natürlich. Das ist richtig. Als Gehäuse bekommen wir ein Aerocool RGB Gaming Tower Playa. Ja gut, zu dem Gehäuse kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Es sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Es hat eine Glasscheibe, kein Acrylfenster wie bei dem letzten, RGB-Beleuchtung in der Front und scheinbar auch an dem Seitenteil. Fast so wie das CA300H von Shakun, das habe ich ja vor kurzem noch vorgestellt. Und platztechnisch sieht das soweit ganz gut aus. Was das Kabelmanagement angeht, kann ich euch nicht viel zu sagen. Es ist natürlich so, dass so ein Fertig-PC-Hersteller das dann selber macht. Das kann euch dann interessieren oder eben nicht, weil das Teil ist sowieso fertig dann bei euch zu Hause. Wenn ihr natürlich hinterher irgendwas austauschen wollt, dann ist das wieder ein anderes Thema. Aber das sieht erstmal soweit okay aus. Und das kostet 56,94 € bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir ein BeQuiet System Power B9 600W 80+. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, also dieses System Power ist nicht so mein Fall. Klar, die wollen hier Geld sparen. Es ist irgendwo ein Low-Budget-System, wenn man so will. Also vergleicht man jetzt andere Systeme, ist das wirklich noch relativ wenig. Es ist einfach so, ich finde schon, dass da ein Pure Power oder ähnliches reingehört. Mit dem System Power kommt ihr natürlich erstmal aus, würdet ihr aber später erweitern auf eine 3070 Ti oder 3080 oder so, wird es dann schon ein bisschen knapp. Außerdem hat das hier auch in Anführungsstrichen nur 3 Jahre Garantie und nur eine 80+-Bronze-Zertifizierung. Das heißt, es ist nicht so effizient und wird auch durchaus mal etwas wärmer. Kann man sich jetzt drüber streiten, ist soweit erstmal okay in diesem Preisbereich. Aber ich hätte mir was Besseres gewünscht, sagen wir es so. Und das kostet 47,56 € bei Mindfactory. Ja, hier wieder dieses leidige Thema Mainboard. MSI B450M Pro VDH Max AMD B450-Chipsatz. Wie soll ich das jetzt gut verpacken? Klar, wir sind irgendwo in einem Preisbereich unterwegs, da ist es üblich, dass solche Boards genommen werden. Ich meine, bei dem letzten System, was deutlich teurer war, war auch so ein Board drin. Da hätte ich es wirklich in der Luft zerfetzt. Hier muss ich sagen, es funktioniert natürlich, aber ich bin von diesen Micro-ATX-Boards nicht überzeugt. Da sollte man lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, dass man hinterher noch gut erweitern kann. Wir haben hier nur zum Teil gekühlte Spannungswandler, die hier oben sind nicht gekühlt. Immerhin 4 RAM-Bänke. Dann kommt hier die Grafikkarte rein. Hier könnt ihr eine M.2-SSD einbauen. Hier unten könnt ihr nicht erweitern, weil der Lüfter das überdeckt. Aber den hier eventuell noch benutzen für eine WLAN-Karte. Das kommt immer ganz auf die Grafikkarte an, wie tief die quasi in das Board hineinreicht. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofonanschluss, Kopfhöreranschluss und Line-In-Netzwerkanschluss, dann 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, HDMI, DVI und VGA könnt ihr tatsächlich benutzen. Das ist mal was Neues. Es ist nämlich so, hier ist ein Prozessor verbaut mit Grafikeinheit, warum auch immer. Braucht man eigentlich nicht, aber sie haben es halt getan. Und ein PS/2-Anschluss, den werdet ihr wahrscheinlich auch nicht verwenden. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so verwerflich, in so einem System das zu verbauen. Ich bin jetzt kein Fan davon. Und das kostet 50,08 € bei Mindfactory. Jetzt wird es ganz interessant. Die haben hier einen AMD Ryzen 5 Pro 4650G 6x 4,2 GHz. An und für sich kann man den circa gleichstellen mit einem Ryzen 3600. Der Ryzen 3600 ist noch ein bisschen leistungsstärker, ist jetzt nicht viel, lasst es 10% sein. Aber der hier hat eine integrierte Grafikeinheit, was der 3600er eben nicht hat. Wir gucken uns auch gleich noch einen FPS-Test an. Da ist es allerdings so, da habe ich nur jetzt mit einem 3600er gerechnet, deswegen müsst ihr da vielleicht noch ein paar Prozent abziehen. Ich schaue mal, was ich noch so finde. Jedenfalls hat dieser Prozessor eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, Basistakt 3,7 GHz und Turbotakt 4,2 GHz. Das ist erstmal soweit in Ordnung zum Zocken, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM und er kostet 235,25 € bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB DDR4 RAM, PC 3000, also 3000 MHz, 2x8 GB, Dual Channel, immer ganz wichtig.
Jetzt ist es natürlich so, ihr wisst hier wieder nicht, was ihr bekommt. Ihr könnt entweder Corsair Vengeance bekommen, G-Skill Aegis oder Kingston Fury. Den Aegis habe ich immer sehr schlecht in Erinnerung. Kann sein, dass es sich mittlerweile gebessert hat. Ich würde ihn auf jeden Fall nicht mehr kaufen. Kingston Fury und Corsair Vengeance hatte ich bisher noch keine Probleme mit. Man muss dazu sagen, 3200 MHz hätten es ruhig sein dürfen, da die Preise da jetzt nicht so doll schwanken. Da zahlt ihr vielleicht einen Euro oder zwei mehr, dass ihr 3200 MHz bekommt. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum sie es gemacht haben. Vielleicht ist es irgendwo Resteverwertung. Es macht jetzt nicht den Mega-Unterschied beim Zocken aus, aber es wäre halt preislich drin gewesen auf jeden Fall. 16 GB ist in diesem Preisbereich auch völlig in Ordnung. Und der kostet 56,41 € bei Mindfactory. Das hier ist ganz lustig. Die haben eine Nvidia GeForce RTX 2060 Super 8 GB von Palit da drin, die Dual-Variante. Ihr könnt das hier unten sogar abwählen. 494,90 € ziehen sie dann ab. Dann könnt ihr halt mit der Onboard-Grafik spielen, sofern das denn überhaupt geht mit diesem Prozessor. So kleinere Spiele kriegt er bestimmt hin, aber nicht das normale Zocken, wie ihr euch das jetzt gerne vorstellt, mit AAA-Titeln und so. Aber finde ich lustig, dass es halt einem jetzt so anbieten. Hatte ich bisher noch nicht gesehen. Zu der Grafikkarte kommen wir natürlich später noch mit einem FPS-Test. Es ist jetzt so, es ist eine 2060 Super, die ist natürlich schon ein bisschen älter, aber die wird wieder neu aufgelegt, da im Moment die Grafikkartenlage so beschissen ist auf dem Markt. Ihr wisst es ja selber, wie teuer die geworden sind. Die hier ist mit 700 auch übelst teuer. Da habt ihr vor kurzem noch eine 6700 XT von AMD gekriegt. Könnt ihr ungefähr mit einer 3070 von Nvidia gleichsetzen. Die macht natürlich ihren Job. 8 GB ist auch erstmal noch in Ordnung. Es gibt einige Spiele, die reizen das aus, zum Beispiel Far Cry, die machen gerne mal mehr als 8 GB. Aber fürs normale Zocken reicht das. Und die kostet, wie gesagt, 699 € bei Alternate. Als Festplatte bzw. SSD bekommen wir eine NVMe M.2 SSD 1 TB Kingston A2000. Ja gut, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. 1 TB in dem Preisbereich völlig in Ordnung. 2200 MB die Sekunde lesen und 2000 MB die Sekunde schreiben. Es ist keine normale SSD wie bei dem letzten System. Auch ich muss mich immer wieder darauf beziehen. Ich finde es immer noch krass, wie beschissen dieses Amazon-System war, ne? Beziehungsweise das war ja Memory-PC. Meine Güte, hier machen sie es richtig. Eine schöne M.2 da rein, 1 TB, passt. Und die kostet 79,90 € bei Clevo Computer. Jetzt haben wir hier wieder so ein Thema. Hier ist ein Original AMD Wraith Stealth Cooler drin. Das ist natürlich der Stockkühler von AMD. In meinem Testvideo, das verlinke ich euch hier oben nochmal, hat der ja nicht so gut abgeschnitten, aber er wurde nicht übelst laut. Die anderen Lüfter waren lauter. Der kann die Temperatur auch nicht so gut halten, wenn ihr wirklich Dauerlast auf dem Prozessor habt. Aber das habt ihr sehr, sehr selten. Es sei denn, ihr kommt jetzt wirklich auf die Idee und da macht richtig so einen Burn-In-Test. Das Teil reicht aus. Ich würde was anderes nehmen. Der erreicht dann auch seine 90 Grad, der Prozessor kommt auch immer aufs Gehäuse an und auf den Airflow. Das ist immer so ein Thema für sich, die wollen natürlich sparen. Und der kostet 8,90 € bei Mindfactory. Betriebssystem ist Windows 10 Pro 64-Bit. Ja, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, ist ja so ziemlich bei jedem PC dabei, kostet hier 20 €. Über meinen Partner CDK-Deals kriegt ihr das natürlich günstiger mit, aber ist schön, dass es dabei ist. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier hätten wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den Lüfter bzw. CPU-Kühler. Das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1.254,53 €. Das System soll kosten 1.149,90 €. Das heißt, ihr seid ca. 100 € günstiger als Selbstbau. Das ist soweit okay. Ihr könnt mit diesem System auch gut arbeiten. Die SSD passt, der RAM, ja gut, das ist jetzt so Kleingefuddel, wo ich mich immer drüber aufrege, was euch wahrscheinlich gar nicht interessiert. Wäre er jetzt bei 1.299 € gewesen, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, Fuffi fürs Zusammenbauen ist okay, aber das ist ein gutes Angebot. Tut mir einen Gefallen, nehmt eventuell einen anderen CPU-Kühler und dann noch ein anderes Mainboard. Bei dem Mainboard solltet ihr zumindest zu dem MSI B450 Tomahawk Max greifen. Das ist nämlich ein Full-ATX-Board, das sieht dann auch nicht so verloren aus in so einem Gehäuse. Wenn ihr so ein Gehäuse habt und so ein kleines Board da drin ist, sieht das immer so ein bisschen aus. Wem die Optik jetzt natürlich egal ist, der kauft dieses Board auch wegen der Erweiterbarkeit. Ihr könnt dahinter noch eine Capture-Card reinschmeißen, WLAN-Karte, USB-Erweiterungskarte, was ihr halt gerne möchtet. Ja, und als CPU-Kühler solltet ihr auf jeden Fall nicht diesen hier nehmen. In Silence. Der ist eine Katastrophe, das sage ich euch so, wie es ist. Nehmt vielleicht so ein BeQuiet Pyrox Slim oder ein BeQuiet Pyrox 2. Die sind besser für diesen Prozessor. Die haben eine höhere TDP-Angabe, die halten den auch besser im Zaum. Kommt, wie gesagt, immer auf den Airflow und das Gehäuse an. Aber das würde ich schon noch investieren. Dann seid ihr 50 € teurer, wenn ihr jetzt das größere Board in diesen Lüfter nehmt und habt ein einigermaßen gescheites System da stehen. Ich kann natürlich jetzt noch auf den RAM eingehen und das Netzteil, aber dann seid ihr erstmal good to go, wenn ihr das jetzt so habt. Dann haben wir jetzt hier noch diesen FPS-Test in Anführungsstrichen. GeForce RTX 2060 Super 8 GB, also genau die, die wir auch haben, kann ein anderer Hersteller sein. Muss jetzt keine Palit sein oder so, aber die sind eigentlich von der Leistung her ziemlich gleich. Test in 25 Spielen auf Full HD mit einem Ryzen 5 3600. Wie gesagt, zieht gerne von diesen Ergebnissen, die ich euch jetzt hier zeige, nochmal 10% ab. Dann seid ihr ungefähr auf diesem Stand. Starten wir mit Apex Legends. Da seid ihr in den Ultra-Einstellungen bei ca. 132 FPS im Average auf Full HD.
Assassin's Creed Valhalla läuft bei ca. 64 FPS. Battlefield 5 auf Ultra auch bei 64 FPS. Bei Control seid ihr hier im Schnitt auch bei 63 FPS mit Raytracing an und DLSS auf Qualität. Cyberpunk läuft jetzt so auf 46 FPS mit Raytracing an und DLSS auf Qualität. Fortnite mit Raytracing aus und DLSS auf Qualität seid ihr so bei 168 FPS. Horizon Zero Dawn seid ihr so bei 67 FPS. Und dann nehmen wir noch The Witcher 3, da seid ihr so im Schnitt bei 95 FPS. Gut, das wäre es dann auch soweit mit diesem Video. Tauscht eventuell wirklich den CPU-Kühler und dann noch das Mainboard aus. Eventuell konfiguriert ihr euch für die Front noch einen Lüfter mit rein, damit der Airflow besser ist. Ansonsten ist das System soweit okay. Für den Preis ist es auf jeden Fall in Ordnung. Stimmt noch ein paar Feinheiten ab und dann passt das soweit. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Joint unseren Discord, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst ein Däumchen nach oben da und abonniert den Kanal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.